In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich jetzt so, wie ich noch niemals war. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade an der Bahnhaltestelle, wir fahren heute mal mit der Bahn. Nina sitzt hier schon. Hallo. Und wie immer geht's für uns in die Arkaden. Willst du was sagen? Jo, da bin ich. Da. Ja, was? Papa. Ja. Da ist Papa. Papa. Ja. Ja. Hallo. Nononi. Nononi. Ja. Das ist kein Touchscreen, Mann. Ja, du hast dich. Nononi. Ja, du musst dein Gesicht zeigen, Babi-chan. So. Für die Gesichter. So. So, und jetzt redest du. Ja, dann nein. Oh, mein Finger. Du steckst ihn ja langsam ein. Ja, nein, 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 okay. Jo. Neue. Ja, Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich war gerade mit Lina ein bisschen einkaufen. Wir haben vergessen, ins DM zu gehen. Weil wir haben eigentlich noch Nivea fort für Audet. Dann habe ich für Lina Eier gekauft. Lina liebt ja momentan diese Eier. Und dann war Maggi bei Edeka im Angebot. Ja, Mama. Ja, Mama. Und deine Zahnbürste, die Schwutschande geht nicht. Dann hat Lina zwei Zahnbürsten bekommen. Opa! Weil als ich gestern gebadet habe, hat sie ihre Zahnbürste aus Versehen in die Badewanne geschmissen. Oh, nein, 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 nein. Hat sie natürlich sofort entsorgt und deswegen hat sie heute eine neue bekommen. Und wie ist das bei euren Kindern eigentlich? Also Lina liebt es, ihre Zähne zu putzen. Also es gibt wirklich Tage, da vergessen wir das. Und da erinnert sie uns dran. Also jetzt bei ihr die Zähne zu putzen, ne? Moment, ich muss jetzt mal die Kamera so halten, dass sie nicht runterfällt hier. Ja, ich habe Hähnchen rausgeholt. Knapp 500 Gramm. Ich wollte jetzt auch kochen, also jetzt gleich. Aber das ist schon weg. Der wollte etwas früher raus. Der meinte, ich soll später kochen. Also ich soll etwas später kochen, damit der ein bisschen noch warm essen kann. Aber ich habe dem gesagt, nee, da hast du Pech, weil Lina muss ja essen. Da kann ich Lina nichts. Also sie hat nicht an Lina gedacht. Ja, mal schauen, wie wir das jetzt machen. Also ich koche jetzt auf jeden Fall und der kann sich das dann aufwärmen. Das Problem, dieser Reis schmeckt nicht, wenn man das zweite Mal erwärmt, meiner Meinung nach. Ja, ouch. So ihr Lieben, ich wollte euch mal was fragen. Und zwar,
Wir waren ja heute mit der Bahn unterwegs und als wir nach Hause zurückfahren wollten, war da so eine Mädchengruppe von 5 Mädels. Wir haben 9 Minuten auf die Bahn gewartet. Wer? Und dann war da ein Mädchen, die ist mir besonders aufgefallen. Negativ, sehr, sehr negativ. Die ist mehrmals auf die Bahngleisen gesprungen. Und ihr wisst, das ist total gefährlich. Also manchmal fahren da Bahnen entlang, die werden nicht angezeigt, weil das halt Sonderfahrten oder so sind. Dann ist sie ein paar Mal runtergesprungen und dann hat eine ältere Dame, glaube ich, gesagt, ja, das sollst du nicht machen und so. Dann ist sie wirklich zu jedem Einzelnen hingegangen und hat meinte, warum darf man denn nicht auf die Gleisen springen? Also richtig ernst, ne? Irgendwann hat die Freundin die zu sich gezogen und hat das wieder gesagt. Dann stand halt, ne, Linie bla bla bla, gleich sofort, ist sie nochmal runter. Also sie wollte nur auch runterspringen und die Freundin hat gesagt, hör mal, bist du bescheuert? Das macht man nicht. Und aus Reflex habe ich die am Arm gepackt, weil die hat die ganze Zeit gesehen, dass Lina auch hin und her läuft. Ich habe die am Arm gepackt, also jetzt nicht so fest, ne, sondern ich habe die so zu mir gedreht und meinte zu ihr, hör mal, geht's dir ganz gut? Geht's dir noch gut? Hier ist ein kleines Kind, ich stell dir mal vor, die springt jetzt runter, wer ist schuld? Dann meinte sie, ja, sie ist doch auf dem Schoß vom Papa. Dann habe ich gesagt, ja, aber sie läuft doch die ganze Zeit hier rum. Du siehst das doch. Und danach hat sie, dann war alles gut. Dann ist sie so, 10 Sekunden später hat sie sich zu mir gedreht und meinte, warum belästigen sie mich? Boah, da dachte ich mir so, ey, ist das gerade dein Ernst? Sie war bestimmt so 11, 12 Jahre alt, eine Türkin. Und ich weiß nicht, was ich davon sowas halten soll. Also wenn ich sowas sehe, da denke ich mir so, ich hoffe, Lina wird nicht irgendwann so. Also das hat... Weil wirklich, die Freunde haben die ganze Zeit versucht, sie zu stoppen. Und dann habe ich halt gesagt, und was hast du gerade gemacht? Du hast jeden Einzelnen gefragt, warum man das nicht macht. Also, wisst ihr, wie ich meine? Das müssen doch Kinder in deinem Alter ganz besonders wissen. Und dann hat die Freundin gesagt, die Frau hat doch recht, sie hat ein kleines Kind, du kannst doch nicht die ganze Zeit auf die Gleisen springen, das ist total gefährlich. Und danach wurde die voll motzig und dann bin ich einfach in die Bahn eingestiegen mit Albert. Also die Leute haben mich auch angeguckt, dass ich halt so reagiert habe, aber ich finde, sowas gehört sich nicht. Also stellt euch mal vor, einen Tag später springt dein Kind auf die Gleisen. Und warum? Weil sie das noch im Kopf hat. Die denkt dann, das ist ein Spaß, weil das Mädchen dabei gelacht hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also klar, man kann das erst nachvollziehen, wenn man ein eigenes Kind hat, weil ich merke, dass sobald Lina was von einem anderen Kind sieht, was Schlechtes sieht, macht sie das nach. Und von sowas will ich sie natürlich fernhalten, solange ich das kann. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich bin bei sowas total streng. Also, ich habe sie schon ein bisschen angefaucht, ne? Ich muss das jetzt ehrlich sagen. Aber es muss ja irgendwann irgendjemand Schluss sagen. Ich meine, sie hat mir auch leid getan, dass sie das macht. Stellt euch mal vor, da wäre eine Bahn gekommen und sie wäre jetzt tot oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil nicht wirklich jede Bahn steht an. Da kommt auch manchmal, dann steht da Sonderfahrt oder keine Ahnung was. Und das steht natürlich nicht im Bildschirm, ne, dass sie jetzt reinfährt. Also ich finde das schon sehr gefährlich. Vor allem da hat sie auch ein 14- oder 15-jähriges Mädchen gefragt, warum darf man nicht auf die Gleisen springen? Dann meinte sie eiskalt, du tust mir leid. Hat das deine Mutter dir nicht beigebracht? Und da konnte sie nichts mehr sagen, weil neben ihr standen auch noch 2 Jungs, also von einem älteren Mädchen, und die haben mich dann ausgelacht. Also ich klar, man kann das nicht wissen, ne? Was sie für Eltern hat, oder kann ja auch sein, dass sie von total lieben Eltern kommt und sie das jedes Mal sagen, hör auf damit oder mach das nicht, benimm dich draußen. Also man muss wirklich schon drauf achten. Weil stellt euch mal vor, ihr kriegt irgendwann eine Nachricht und ja, ihr Kind ist auf die Gleisen gesprungen und liegt im Krankenhaus. Also man muss schon als Mutter auch drauf achten. Klar kann man das nicht wissen, ne? Wenn sie draußen ist, du kannst ja nicht 24 Stunden dein Kind beobachten. Aber ich will es machen. Also ich werde das auf jeden Fall machen. Nicht immer, aber so einmal im Monat. Man muss das machen, weil du willst ja wirklich sicher gehen, dass dein Kind keine Scheiße baut. Dann kannst du wenigstens mit ihr reden irgendwann. Ich weiß nicht, bin ich zu streng, aber ich finde sowas total gefährlich. Vor allem, das häuft sich so sehr, dass die... Also bei uns gab es sowas nicht, dass man auf die Gleise springt. Niemals. Ich würde mich das jetzt auch nicht trauen, wenn mein Handy da runter... Mein Ring ist mal auf die Gleisen gefallen, das war echtes Gold. Ich bin... Nee, hier.
Niemals. Also ich habe die ganze Zeit mit meinem Ring rumgespielt. Naja, ich habe sie auf jeden Fall ein bisschen dumm angemacht, aber zu Recht. Ich würde es wieder machen, ich bereue das nicht. Und wenn das jemand bei meiner Tochter machen würde, ehrlich gesagt, ich würde sagen, mach das, weil das macht, das sagt ja eine Mutter, nicht irgendjemand. Das heißt, das ging schon zu weit. Also sie hat das wirklich 9 Minuten lang gemacht. Die ganze Zeit wollte sie, ist sie runtergesprungen auf die Gleisen und da kannst du einfach nur mit dem Kopf schütteln. Naja, ich habe jetzt wieder voll viel geplappert hier. Nein, was machst du? Ey, das ist mein Stern. Mensch. Elina, nein, das ist ein Glasschlauch. Guck mal, das ist total gefährlich. Oh, du bist ein Backbee. Backy, ab hier, Baby. Au. Ja, das tut weh. Deswegen darfst du das nicht machen. So, Maus, komm. Wann wollen wir fahren? Ja? 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 Oh. Oh. Bye. Bye, wir kochen jetzt. So ihr Lieben, ich bin jetzt fertig mit der Küche. Ich habe aufgeräumt. Ich muss jetzt noch unsere Shisha sauber machen. Genau. Moment. Oh, Scheiße. Ja, ich wollte noch was loswerden, aber was war das? Was war das? Ich wollte wirklich was sagen. Achso. Gleich bei Ernstings Family gibt es 50% auf alle reduzierten Sachen. Und ich habe gesehen, es gibt ein paar Oberteile von Elsa und einen Bademantel. Ich wollte das jetzt sofort gleich bestellen, wenn wir 12 Uhr haben. Dann hat, also ich stelle das immer in den Laden und dann bezahle ich das da. Ich weiß nicht warum. Ich seitdem H&M bietet das ja schon immer an, dass man zuerst die Ware bekommt, dann bezahlt. Ich finde das persönlich viel besser, weil. Das ist, wisst ihr, wie ich meine, dann schickst du das zurück, wenn es nicht passt und dann ist gut. Aber bei Zara und so geht das ja, glaube ich, gar nicht, oder? Ich habe das jetzt einmal bei Zara bestellt, weil auch der ein Oberteil wollte. Und dann habe ich das auch direkt bezahlt per PayPal. Aber da wusste ich auch zu 100%, diese Größe passt ihnen. Ja. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Meine Brandnussbox ist gerade angekommen, ich setze Lena mal hier zu mir. Ich habe die ja vor langem nicht mehr bekommen, weil unser Postbote unsere Klingel nicht gefunden hat, weil Audels Nachname war damals, hatte 3 Namen und wir haben das gekürzt, bevor wir geheiratet haben. Ja, der hat es deswegen nicht gefunden, jetzt sind 2 Pakete zurückbekommen, gegangen, jetzt bekomme ich halt so langsam die Pakete wieder. Ich zeige euch mal, was drin ist. Sprudelwasser, Leute, wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich... Göttersprudelwasser. Ich liebe es einfach. Ich mag dieses normale Wasser nicht, außer im Sommer. Sprudelwasser im Winter. Dann haben wir hier Pan Rustiki mit Olivenöl, Vollkorn. Okay. Lina, willst du eins? Ich glaube, du magst das nicht. Aber ich denke mal, das kann man gut mit Frischkäse oder so bitten. Dann haben wir hier noch was. Was ist das denn? Das ist irgendeine Soße. Honig-Senf-Soße. Das kann man nicht trinken. Annen. Lass uns mal zeigen. Das ist diese Soße. Dann haben wir hier das Nuss-Magazin. Hier stehen ja immer Rezepte zu den Sachen drin, was alles drin ist. Ja, Mama. Ja. So. Wow. Oh, Lina, guck mal. Dann haben wir, darf ich das zeigen? Kinderhippo. Schoko, aber die sehen anders aus. Darf ich das mal bitte zeigen? Ja? Dankeschön. Bitte. Aber die sehen anders. Boah, ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Aber zeig das mal richtig in die Kamera. So. So. Kennt ihr das noch aus eurer Kindheit? Ich hab's heute. Dann haben wir hier einmal. Okay, das war's für mich. Das ist nichts für dich. Guck mal, du kannst die hier zeigen. Gordon's Premium Pink. Das ist ein Gin. Ich denke mal, das kann man mit Sprite oder so mischen. Genau, da sind 37,5% drin, das ist viel. Dann haben wir hier Rama Creme Fin. Ich finde die ja super, die kosten fast genauso viel wie normale Sahne. Dann haben wir hier Haribo Fruitilicious. Ich glaube, das ist neu, oder? Ja, neu zum Teilen. 30% weniger Zucker, gleicher, voller Geschmack. Habe ich noch nie gesehen. Dann einmal, die habe ich früher als Kind geliebt. Aber
Ich mag den nicht mehr so. Was ist das? Teriyaki-Soße. Ach, das ist ja cool. Das ist ja schon fertige Teriyaki-Soße. Das ist ja perfekt für chinesisches Essen. Für die, die chinesisch mögen. Ey, wie hast du das aufgemacht? Und dann haben wir hier von Lipton ein Daily Boost mit Vitamin C. Und ich werde mir jetzt gleich direkt einen gönnen. Das ist mit... Das muss man 3 Minuten ziehen lassen. 20 Beutel. Grüntee mit Herbal Infusion mit Added Vitamin C. Okay. Hier, das probieren wir jetzt direkt. Und Lina darf sich ein Hippo gönnen. Heute habe ich nichts dagegen. So. Genau, ihr Lieben, das war die Box. Ich liebe ja diese grüne Box total. Die Genussbox ist jetzt nicht so meins, aber die ist perfekt. Ach, die sehen aber süß aus. Die sind so verpackt. Ja, ich... Ach, das riecht gut. Ist immer noch besser als Wasser. Genau, als Dingens. Aber ich trinke jetzt erstmal mein Sprudelwasser. So. Ach, das sind die hier. Die mag ich nicht. Das sind ja die neuen, glaube ich. Ne? Die sehen so aus. Egal, hier, du darfst dir den gönnen. Guck mal hier, der hat Augen. Dann geh mal runter. Oh, das ist übrigens beim Fußball. Wir haben Essen von gestern. Ich habe Pancakes gemacht zum Frühstück. Oh, der mag Pancakes nicht so gerne. Der mag lieber Pfannkuchen oder Crepe. Aber ich dachte, Pancakes sind besser für Lina zum schnell Essen. Weil Pfannkuchen ist zu groß für sie. Die sind zu groß für sie. So. Das war's auch. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir wollten jetzt zu Toys R Us für Lina ein Töpfchen kaufen. Und wir müssen einkaufen bei Kaufland. Die Pfandflaschen müssen abgeben. Von der Wohnung haben wir nichts gehört. Ich denke mal, das hat leider nicht geklappt, aber ist ja nicht schlimm. Nicht aufgeben. Ich lade jetzt kurz meinen Akku auf. Ich habe nämlich nur 10%, sehe ich gerade. Und dann melden wir uns gleich. Geht ja, das ist schon leer. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto und fahren jetzt erstmal... bei Kaufland sind ein paar Sachen reduziert. Ich wollte dahin. Unter anderem Spülmittel. Und ihr wisst, Spülmittel verbrauchen wir wie Wasser. Was denn? Hm? Ja, okay. Und danach fahren wir jetzt Toys R Us. Vorher müssen wir noch zur Bank. Ja. Ansonsten gibt es nichts. Ja, guck mal, wir gehen jetzt, ja? Baba holt kurz einen Kaffee, dann gehen wir. Ja, Lina ist ein bisschen unruhig hier. Was willst du sagen? Sag, wir gehen jetzt spielen. Oh, ich noch mehr geht los. Sehen wir bis. Aber Axo, bitte, Axo, warte mir. So, ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause. Wir haben für Lina bei Toys R Us diese Toilette gekauft. Ich habe jetzt nicht die für 50 geholt, weil ich das voll die Abzocke finde. Ich will ihn auch nicht zwingen. Wenn wir dann auf Klo sitzen, dann kann sie halt auch, wenn sie Lust hat. Ich werde sie lieber alleine machen lassen, weil ich will nicht, dass sie am Ende Angst davor hat. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, was wir gekauft haben. Ich habe 2x Milch gekauft. Und das ist jetzt übrigens beim Friseur. Der hat die heute frei. Ich habe auch nach Urlaub geschaut. Entweder kommt jetzt Türkei in Frage oder Paris. Mal schauen. Dann Krabbenchips für Lina. Wie liegt das? Dann haben wir geholt. Hier ist noch Pommes vom Burger King. Dann einmal Brot. Ich hole jetzt nur noch die kleinen, weil das landet sonst im Müll. Aber das ist gar kein Brot. Also der ist nur dieses arabische Brot. Paprika. Dann Eisbergsalat. Dann einmal Orbit. Die waren im Angebot, glaube ich, für 1,50. Dann haben wir hier ein Käsebrötchen. 2x Mozzarella. Lina hat sich Babybell ausgesucht. Dann haben wir 2 Kerzen genommen. Ich mache die jetzt auch an.
Das ist einmal von Glade by Prise Bärentraum. Riecht sehr, sehr gut. Tomaten. Eier. Ich weiß nicht warum, aber ich finde in letzter Zeit gar keine Eier aus der Freilandhaltung. Ich weiß nicht wieso. Dann einmal Joghurt. Lena hat sich das ausgesucht. Verpackungsopfer. Dann Bananen. Die sind immer sehr beliebt bei uns. Dann nochmal Kaugummi. Dann haben wir einmal Jägermeister mitgenommen. Die waren im Angebot. Eine Flasche. Wir bekommen jetzt sonntags ab und zu mal Besuch. Ups. Dann noch ein Glade by Prise, eine Duftkerze. Das heißt Dankeschön. Riecht auch gut. Aber nicht so stark wie die andere. Und dann hat auch der sich noch Bier gekauft. Kölsch. Ich weiß nicht, dass es ein Kölsch trinkt. Naja, und Küchenrolle haben wir gekauft. Ich sortiere das jetzt alles ein. Und dann wollte ich bügeln, da wo Lina jetzt schläft. Das ist perfekt. Ja, ich räume jetzt hier ein bisschen auf, wie gesagt. Und dann melden wir uns.